Soll es auch anders sein. Danke, Luna. Juhu. Oh, nice Outfit. Ruida. Kristall. Kristall. Synchronspeicher oben aufgelistet. Alles klar. Da scrolle ich einmal kurz hoch. Das, auch. Lolorito. Okay. Zwei davon kenne ich. Ich weiß nicht, was das für Namen sind. Das sind auf jeden Fall japanische Namen. Du hast gefragt. Achso, ich muss erstmal meine Leiste sortieren. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das ist das schon. Wieder leben Sponti. Das kann von mir aus dahin. Und Makros alle. Gib mir mehr. So viel mehr habe ich gar nicht. Doch, muss ich aber auch gleich mal gucken. Seraphs of the End wäre zum Beispiel. Muss ich aber einmal kurz gucken, wie die Protagonisten nochmal ge genau hießen. Ich weiß sie nämlich tatsächlich auch wieder nicht. Seraph of the End, da. Seraph of the End. Und da waren es. Ach du grüne Neune, das sind ja auch schon wieder Namen. Aber welcher davon war das nochmal? Oh. Ah ja, okay, hier gibt's Bilder. Soll ich sie in den Chat schreiben oder willst du lieber im Anime direkt nach den Namen suchen? Und lieber alles aufzählen? Das könnte nämlich sonst ein bisschen dauern. Hast du gerade Protagonisten? Protagonisten. Die Protagonisten. Weil ansonsten suche einfach von dem Anime sämtliche raus, die vielleicht in FFF, in FFF, genau, in FF drin waren. Betonen Sie Ihre Erst bitte mehr. Mal gucken. Ich betone meine Erst nicht so gerne. Ich musste mir echt jahrelang abgewöhnen, das R zu rollen. Ich bin damit jedem auf den Sack gegangen, wenn ich das R betont habe. Deswegen mache ich das nicht mehr. Das ist den Leuten auf den Sack gegangen. Also meiner Familie. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Ohne Witz, ich habe damit früher als Kind immer R gemacht. Die ganze Zeit durchgehend. Warum, weiß ich aber selber nicht. Also, bitte fragt es einfach nicht. Piraterie für den Stream. Da heißt die Synchronsprecherin wie meine ehemalige Schulleitung. Echt? Eie. Ja, warum nicht, ne? Sehr gegrüßt, Daria. Ich fühle, dass du als Weißmagierin, Gott, jetzt kann ich nicht mehr reden, große Fortschritte gemacht hast. Du bist bereit für deine bist du bereit für den Besänftigungsritus bist, ist es nur ein langer Weg. Um dich auf den Ritus vorzubereiten, musst du als erstes lernen, mit den Gebietern zu kommunizieren. Da trifft es sich gut, dass die Stimmen des Waldes mir heute folgenden Vorfall berichteten.
In der Nähe der Sauerampferweide. Was sind das immer für Namen? Gibt es einen Baum, in dem ein Gebieter lebt? Und auch dieser Gebieter ist von Gröll befallen. Ist einer der niederen Gebieter. Kein Vergleich mit dem mächtigen Naturgeist, der den Wächterbaum beseelt. Deine Aufgabe wird es sein, eine geistige Verbindung zu den erzürnten Gebietern herzustellen und ihn zu beruhigen. Stelle dich vor den Baum, breite deine Arme aus, öffne deinen Geist und lausche den Klagen des Erzürnten. Doch sei auf der Hut. Es ist möglich, dass der Groll des Gebieters boshafte Wesen anlockt. In diesem Fall musst du unbedingt Ruhe bewahren. Der Angriff gilt nicht dir persönlich. Jage die Monster hinfort und lindere dann den Schmerz des Gebieters. Wenn er spürt, dass wir empfänglich für seinen Unmut sind, wird er sich sicher beruhigen. Uns Weißmagiern obliegt es, die Schmerzen dieser Welt, egal ob sie nun körperlich oder geistiger Natur sind, zu lindern und zu heilen. Dies ist der Grundsatz, der all deine Taten leiten sollte. Ah ja. In dem Anime gibt es keinen Sprecher, die in FF mitgemacht haben. Jedenfalls nicht bei Stormblood. Weil die FF-Synchroliste auch nicht vollständig ist. Da gerade hier, da auch nicht mehr drin ist. Ah, okay. Eigentlich. Masuna, nein! Masuna, einfach nein! Aus! Einfach aus! Oh. 68 Mal, ey. Ja. Ja, was denn? Also jetzt fällt mir tatsächlich gerade nichts mehr ein. Wobei doch, A Couple of Cocos müsste das, glaube ich, sein. Warte mal. Heißt der so? Doch, ich glaube, A Couple of Cocos. Falls man es nicht verstanden hat, ich füge es einmal kurz ein. Der Anime. Ich habe Langeweile. Merkt man gar nicht, Luna. Wobei ich den so ja auch interessant finde. Das ist tatsächlich ein Anime, den ich gerade aktiv gucke. Da habe ich mir jetzt auch gerade erst die ersten zwei. Weil Kaffee ist nicht gerade. Oh Mann. Das Witzige ist, es geht da nicht um Kokos. Bisher. Ich weiß auch nicht, warum die so einen Titel gewählt haben. Ich wüsste aber nicht, dass es da drin um Kokos geht. Erika wird von Judah Bautz gesprochen. Lieblingssprecherin von meinem Freund. Okay. Ja. Schön. Englisch für Kuckuck. Echt? Dann verstehe ich den Titel aber trotzdem nicht. Also, ich kenne den Inhalt. Deswegen passt es trotzdem nicht. Egal in welcher Art und Weise. Selbst wenn es Kuckuck ist. Selbst dann passt der Titel nicht zum Inhalt. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Aber ich dachte halt wegen Coconut, deswegen, ne? Keine Sprechübereinstimmung. Ich weiß aber, welchen Anime ich jetzt ließ mit meinem Freund schaue. Ja, gut. Ein paar Kuckucks. Kuckucks sind auch gerne mal eine Metapher. Sicher weiß. Ja, aber selbst die Metapher ergibt keinen Sinn. Ein paar, ja. Aber nicht. Ja, aber selbst so ergibt es keinen Sinn. Weil ich weiß ja, worum es in dem Anime geht. Das ergibt doch keinen Sinn. Es geht um ein Paar, das heiraten will. Wow. Wie gesagt, das Paar stimmt. Aber selbst, egal wie man die Metapher drehen und wenden würde, es würde keinen Sinn ergeben. Also es wäre jetzt zumindest nichts, was mir einfallen würde. Keine Ahnung.
Es geht um eine Zwangsheirat. Wow. Weiß nicht, inwieweit das zusammenhängt, aber ja, gut. Wir belassen es einfach dabei. Ist sie ein gültiger? Er eventuell schleicht sich irgendwo rein, wo er nicht reingehört. Nee, beides nicht. Beides nicht. Beides nicht. Beides nicht. Zumindest nicht bis zur 11. Ich glaube, 11 Folgen sind mittlerweile draußen. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht kommt es am Ende. Am Ende kommt dann die Auflösung. Nimm mir deine Lieblingsserie mit deutscher Synchro, bitte. Ach du grüne Leute. Luna, ich habe 30.000 Lieblingsserien. Ich habe mindestens 10 Serien, die ich zurzeit gucke. Also nicht gleichzeitig, aber wo ich immer am Wechseln bin. Ja gut, ist noch besser, da muss ich nicht mehr überlegen. Sowas gibt's? Ja klar. Wenn man Serien guckt. Wenn man keine Serien guckt, gibt's auch keine Lieblingsserie. Ob meine Haare immer noch nass sind? Yep, ganz gewaltig. Stört mich aber ein bisschen. Das da. Stehe ich einmal ganz kurz dahin. Ja, mal ein bisschen kleiner. Stört mich nämlich da, wo es ist. Was? Nastafari? Was? Was oder was? Okay. Ich akzeptiere es einfach mal. Ich nehme es jetzt einfach so hin. Ich hinterfrage es nicht mehr. Du bist keine Raster, sondern Raster. Oh Gott. Alter, was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? Ich habe vernommen, dass die Klage eines der Gebieter verstummt sind. Einige. Warte. Ich habe vernommen, dass die Klagen eines der Gebieter verstummt sind. Du hast deine erste Aufgabe mit Bravour gemeistert, Aidaria. Sicher ist es dir bewusst geworden, als du eine Verbindung mit dem Gebietern eingegangen bist und ihn besänftigt hast. Der Wald der Einkehr und die Gebieter sind untrennbar miteinander verbunden. Ebenso verhält es sich mit den Anomalien im Wald. Normalerweise würden die Gebieter bei kleinen Störungen Ruhe bewahren. Doch hat der Zorn erst einmal Besitz von ihnen ergriffen, kennen sie kein Zurückhalten mehr. Dann wird jeder Wanderer im Wald zu einem Fremdkörper, den es zu beseitigen gilt. Deswegen müssen wir den Gebietern des Wächterbaums unbedingt besänftigen. Das gebietet uns unsere Pflicht als Weißmagier. Für die Gebieter spielt es keine Rolle, wer zu ihnen spricht, wenn nur unsere Stimmen sie erreicht. Ich wünschte, Arun würde das endlich einsehen. Mit fast 20 Jahren sollte er alt genug für so viel Einsicht sein und jung genug, um sich nicht starkköpfig in Traditionen zu verbeißen. Natürlich verstehe ich seine Vorbehalte. Sie rühren daher, dass mein Bruder seine Rolle als Pajal sehr ernst nimmt, was ja für sich genommen ja auch bewundernswert ist. Doch im wahren Leben gibt es nur einmal Probleme, die sich mit Idealen nicht aus der Welt schaffen lassen. Das muss mein Bruder endlich einsehen. Bitte gib mir etwas Zeit, dann werde ich nach einem Weg suchen, wie wir Arun von deiner Eignung als Weißmagierin überzeugen können. Du kannst in der Zwischenzeit deinen Teil dazu beitragen, indem du weiter den Stimmen des Waldes lauscht und deine Gabe einsetzt, um Frieden unter seinen Wipfeln zu schaffen. Ja, die Klagen der Gebieter verstummen. Wie passend gerade. Hi, Gena.
Ja, Level up. Unwählbarkeit. Pack ich auch mal mit dahin. 40er! Und die vorerst letzte. Ich meine, die 45 habe ich ja noch nicht. Es trifft sich ausgezeichnet, dass du hier bist, Aldaria. Ich habe eine dringende Bitte an dich, die meinen Bruder betrifft. Es ist mir immer noch nicht gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass wir als Pajal unsere Kräfte mit einer Abenteurerin wie dir einen sollten. Ganz im Gegenteil, je besonderer ich argumentiere, desto unnachgiebiger wird er. Und um mir zu beweisen, dass wir den Ritus auch ohne deine Hilfe durchführen können, hat er sich auf einen einsamen Kreuzzug durch den Wald der Einkehr begeben und besänftigt Gebieter um Gebieter. Doch wie du ja aus eigener Erfahrung weißt, ist die Kommunikation mit den Geistern des Waldes ein kräftezehrendes Unterfangen. Wenn mein Bruder nicht Acht gibt, wird er sich verausgaben und am Ende möglicherweise gar dem boshaften Wesen des Waldes zum Opfer fallen. Ich möchte dich daher bitten, Arun beizustehen, Adaria. Würdest du das für mich tun? Wenn du ihm hilfst, erkennt er vielleicht endlich deine, Be deine Befähigung. Erkennt er vielleicht endlich deine Befähigung. Außerdem könnte ich der ältesten Saatseherin nicht mehr in die Augen blicken, wenn unserem Bruder etwas zustieße. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Adaria, reiche dem Sturkopf deine Hände. Er sollte sich momentan auf der Brombeerlichtung im Ostwald befinden. Reise hierhin, reise dorthin. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, ne? Als von A nach B, nach C, nach D zu reisen. Aber wir kommen voran. Huch. Weißmagier. Ja, den Bereich kenne ich noch. Im Guten oder im Schlechten, Masuna? Oder weder noch. Bin mir gerade unschlüssig. Oh je. Adaria, was machst du denn hier? Sicher hat meine Schwester dich als Aufpasserin geschickt. Es fällt mir nicht leicht, das einzugestehen, aber ich könnte tatsächlich Hilfe gebrauchen. Ehrlich gesagt bin ich am Ende meiner Kräfte. Die vielen Kämpfe und der Dialog mit den Gebietern haben mich so beansprucht, dass mir selbst meine Beine den Dienst versagen. Nicht einmal die wenigen Schritte zu diesem Baum dort vermag ich meinem entkräfteten Körper mehr zu schleppen. Es ist wahrlich niederschmetternd, so kurz vor dem Ziel zu straucheln. Nirmin, du lieber ich. Na, danke. Oh, meine Nase juckt, ey. Furchtbar. Oh. Oh mein Gott, ich bin gleich tot einfach. Ich habe einfach mal gerade nicht aufgepasst. Ich sterbe einfach. Na gut. Mit dem Würfel. Ich habe voll keine Lust, ja. Ja, ich war eben gerade, aber mein Hund wollte nicht. Mein Hund hat nur den Garten angeguckt und sich wieder hingelegt. Sie hatte keinen Bock.
Ich glaube, sie ist immer noch gefrustet, weil Herrchen jetzt weg ist. Weil immer, wenn du siehst, Herrchen ist mit dem dicken Koffer weg, dann ist sie traurig. Dann vermisst sie Herrchen erstmal und heute Abend will sie wahrscheinlich erst aufs Klo. Das wird wahrscheinlich mein Prozedere. Herrchen! Nicht Herrchen! Herrchen! Alter, Masuna, ey. Unglaublich. Du hast die Gebiete besänftigt. Nun, auch ein blinder Dodo findet mal ein Korn. Oder wie man noch gleich sagt. Für deine Hilfe danke ich dir. Aber glaub nicht, dass... Ja. Schwester, was führt dich hierher? Ich habe das eine gerade nicht gelesen. Ich hasse es, wenn es einfach zwischendurch automatisch umspringt. Warum? Keine Sorge um euch beide. Die Sorge um euch beide, mein Lieber. Ich spürte, dass du dich uneinsichtig zeigen würdest, egal wie gut Aldaria sich schlagen würde. Mir scheint, du hast etwas Wesentliches vergessen, mein Bruder. Jetzt kann ich glücklich lurken. Alter, was? Da hat er drauf gewartet, ey. Unsere Aufgabe ist nicht, uns als Pajar zu beweisen, sondern den Wald der Einkehr von seinen Leiden zu erlösen, indem wir die Gebieter besänftigen. Es spielt keine Rolle, dass Aldaria keine der unseren ist. Ich hoffe, diese Sache hat dich gelehrt, was es bedeutet, die gut gemeinte Hilfe einer so fähigen Abenteurerin auszuschlagen. Ich finde ihren Stab mega schön. Du hast ja recht. Ich finde ihren Stab einfach so mega schön. Endlich zeigt... Oh Gott, Alter, frische Malz. Endlich zeigst du dich einsichtig, Herr Ruhn. Das wurde aber auch Zeit. Zur Erreichung unseres Zieles müssen wir unsere Kräfte einen. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Ich werde nach Kemsee in Ruhe zurückkehren. Hier ist getan, was getan werden musste. Mach dir mal. Wurde eigentlich meine Bestellung jetzt mittlerweile bestätigt? Hey, irgendein Kader ist irgendwo runtergeknallt. Nice. Hatte nämlich was bestellt und ich weiß nicht. Bereits angekommen. Nee. Noch nichts. Nein, Junge, ich muss doch nicht bis Ende der Woche warten. Meine Bestellung soll wieder rumkommen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es letzte Woche noch bestellt. Ich weiß aber nicht. Es wird noch bearbeitet. Ja, selbst wenn es bearbeitet wird. Dann können wir aber jetzt aber wieder zurück. Dann habe ich die Klasse-Quest aber wenigstens gut aufgeholt. Gott, das ist ein schönes Outfit. Bleib doch mal stehen. Oh mein Gott, bleib stehen. In Weiß sieht das mega gut aus. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ich werde das Viech auch haben. Dauert aber noch. Also. Ich bin allein. Achso, dann kann ich hier schon mal das Ding ausmachen. Oh.
Ich habe das Gefühl, ich werde krank. So, du musst da ruhen. Sein Starrsinn nachsehen. Er war nicht ganz unbegründet, denn wir Weißmagier besitzen nicht nur die Gabe, den Wald zu schützen, sondern auch die große und bedauernswerte Macht, sein Gleichgewicht vollkommen aus dem Fugen zu bringen. Es trug sich in der fünften Ära das Licht zu, vor etwa 3000 Jahren. Als Folge der fünften Katastrophe herrschte überall in Eosea eine bittere Eiszeit, die Leid und Not über die Bewohner brachte. In diesen schweren Zeiten trug es sich zu, dass die Leute sich Magie zu eigen machten, um die Entbehrung zu überwinden. Doch bald diente Magie nicht nur der Bekämpfung des unwirtlichen Klimas, sondern auch der Bekämpfung anderer Völker. Und wie so oft ging es bei den kriegerischen Auseinandersetzungen einzig darum, den eigenen Wohlstand zu mehren. Dies war der Ursprung der schwarzen Magie, doch zur selben Zeit bildete sich eine Gegenströmung heraus, in der sich jene sammelten, denen ein solcher Missbrauch der Magie zuwider war. Sie wollten die Arkanenkräfte zu heilenden und läuternden Zwecken einsetzen. Du ahnst es ja schon, dies war die Geburtsstunde der weißen Magie. Unsere Kunst, mit den Arkanenkräften im Gleichgewicht, erlebte die eoseische Kultur eine ungeahnte Blüte. Nett. Doch die Balance geriet schnell wieder ins Wanken. Denn über die Jahrhunderte ließen sich viele Weißmagier dazu verleiten, ihre Kräfte über Gebühr zu beanspruchen, auch wenn sie dabei meistens nur Gutes im Sinn hatten. Gewaltige Zauber verbrauchen Unmengen an Äther. Die Weißmagie bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Eine Ätherquelle nach der anderen versiegte, und das Land verlor nach und nach seine Lebenskraft. Deshalb wurde die Weißmagie, deren ursprüngliche Bestimmung das Heilen gewesen war, verboten. Mit einer Ausnahme. Und Spadral war es weiterhin erlaubt, die heilenden Zauber zu wirken. Dieser Umstand ist es, der meinen Bruder mit seinem ausgeprägten und lobenswerten Verantwortungsbewusstsein, aber auch einem ebenso starken wie hinderlichen Stolz erfüllt. Doch jetzt, da du ihn von deinen hehren Absichten und deiner Befähigung überzeugen konntest, scheint er sich endlich mit dem Gedanken deiner Teilnahme am Ritus abgefunden zu haben. Noch mag der Zorn des Gebieters am Wächterbaum nicht zur vollen Entfaltung gekommen sein. Doch Müßiggang wäre jetzt fatal. Wir müssen so schnell es geht alle nötigen Vorbereitungen treffen, um den Wald der Einkehr wieder zu dem Ort der Ruhe und Besinnung zu machen, der er einst war, werden wir unsere Kräfte einen. Ganz im Sinne des erhabenen Atovakant, oder Schand, wie auch immer, der dich durch seinen Kristall erwählte. Gemeinsam werden wir diese große Herausforderung meistern, Aldaria. Darauf vertraue ich fest. Ich krieg den nächsten Heldzauber. Nice. Vitaga. Alles klar. Okay, wir hätten das hier auf jeden Fall noch. Das hier bringt alles noch gar nichts mehr. Das wäre dann da. Oder ich kümmere mich halt erstmal um das Bestiarium. Südwald, obere Pfade. Und wir müssen jetzt hier einmal noch auf 50 kommen. Wird überhaupt nicht stressig. WB Luna! Ja, sehr schön. Die Quest hier nehmen, weil kann ich leider auch noch nicht machen.
Ich werde mich mal langsam für die Arbeit vorbereiten. Angenehmen Tag euch gewünscht. Dankeschön, Daki. Und freut mich, dass du reingeschaut hast. Dann dir viel Erfolg auf der Arbeit. Okay. Tschüss. Jo, jetzt müssen wir einmal noch in den Tiefenwald. Yay. Wir wieder. Weil Dailies habe ich ja noch nicht. Also noch nicht. War ich gerade wieder. Ich könnte höchstens die PvP-Front machen, aber das mache ich nicht als Heiler. Da gehe ich nicht als Heiler rein. Mach ja viel, aber das mache ich nicht. Nein, Luna. Nein. Ich bin froh, dass ich jetzt DD halbwegs klarkomme. Dann muss ich mich da jetzt nicht auch noch als Heiler irgendwie durchfuchsen. Ich könnte auch jetzt einfach Indies laufen, aber. Bin aber auch mal dahin. Euch noch viel Spaß. Danke, Spyro. Dir ebenso. Ja, toll. Ich habe jetzt mal auf mich gehetzt. Ja, Luna. Prag. Nee, habe ich nicht. Noch habe ich es nicht geschaut. Steht aber noch auf meiner Liste der Sachen, die ich schauen will. Wieso? Wenn du schaust, Digga, gra. Oh, je. Muss das sein? Ich will aber nicht an ihn denken. Was habe ich denn für Inis frei? Oh. Wow. Versunkener Tempel. Es gibt auch einen Schaden. Exakt so wie gerade. Lokus Uff hat ihn exakt gleich gesprochen. Oh nein, oh Gott, bitte nicht, ey. Ich überleg's mir nochmal. Furchtbar. Also für mich, nicht für Leute wie dich, die ihn mögen. Jetzt schau ich nichts mehr. Nein! Nein, wo muss ich denn leiden? Oh. Damit habe ich das dann schon wieder verdient. Lauf, kleines Ding. Natürlich. Ah, okay. Mach mal. Ich bin gespannt. Ja, mal gucken. Na, ich soll es aber hinkriegen. Die 45 zu erreichen ohne Inni. Vielleicht ja sogar die 50 ohne. Ich vielleicht das Bestiarium durch. Ostwald. Südwald. Ostwald. Südwald. Südliches. Östliches. Südwald. Okay, ich muss tatsächlich da nirgendwo hin.
Okay, dann erstmal oberes Lanusia. Das heißt, ich gehe erstmal nach die Hafen. Boah, hier habe ich auch wieder so viel. Also ich glaube, wir bleiben bei Final Fantasy. Ich habe hier eigentlich so viel zu tun, ne? Alter. Ich finde keinen Clip, Gott sei Dank. Gut. Also hier haben wir auf jeden Fall den Pikenier. Ich muss dann nur überlegen, ob ich dann in Ulda weitermache oder ob ich in Limsa weitermache. Mit den Klassen durchquesten. Durchleveln. Da muss ich dann echt gucken. Okay. Westliches Tanalan. Nehme ich das einmal.